Übrigens habe ich 5000 Euro Finderlohn ausgeschrieben, also wer meine Uhr findet. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wundert euch nicht, wenn es draußen ein bisschen lauter zugeht. Heute ist vorbei mit Schuhen aus dem Karton, deswegen habe ich mir den größten Pfusch aus dem ganzen Waldviertel geholt. Endlich ein neues Schuhregal, das waren Zustände, liebe Freunde. Nachdem ich 2 Jahre schon hier wohne, war es mal Zeit, das Ganze irgendwie in die Ordnung zu bringen. Aventus, Creed Aventus Colonia. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen. Ich lese immer wieder sehr, sehr viele Kommentare von euch, was zum Thema Rolex momentan abgeht. Also wer auf meinem Zweitkanal unten in der Infobox verlinkt, bei den Daily Vlogs dabei ist, der ist ja immer wieder mal konfrontiert mit diesem Thema, was für Fortschritte gibt es. Und wie kommst du dahin? Bezüglich Rolex, ich möchte aber auf diesem Kanal jetzt auch nochmal Statement dazu setzen, weil es doch sehr viele Kommentare gibt. Kommentare wie zum Beispiel, ist das Ganze fake, ist das nur ein Promo-Move, warum passiert das gerade im Dezember und es wird an der Zeit jetzt nochmal eins dazu zu sagen. Upsi. Und ich hoffe, ich muss mich dann erst wieder dazu äußern. Wenn die Uhr gefunden werden würde, die Chancen stehen natürlich erheblich schlecht. Also wer mein Video schon gesehen hat, sonst zur Not nochmal hier verlinkt, der weiß, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und der weiß auch, dass ich euch schon die Polizeimeldung gezeigt habe, also was das Thema Fake angeht. Ja. Ich wäre wohl sehr dumm, wenn ich nur um einen Promo-Move im Dezember auf YouTube zu machen, hier extra auf die Polizei gehe und eine gefakte Anzeige aufgebe. Das ist etwas, wo man sich kriminell macht. Das wäre, glaube ich, sehr dumm, das zu riskieren. Aber ja, dementsprechend kann ich nur sagen, es ist natürlich nicht so. Die Uhr ist weg und dementsprechend geht es mir momentan auch emotional. Auch wenn das vielleicht jetzt schon 2 Wochen her ist, ist der Schmerz noch minimum genauso stark, wenn nicht stärker. Denn je länger das Ganze dauert, desto verschwindend geringer werden die Chancen. Ich hoffe natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass aus irgendwie einem glücklichen Wink jemand die Uhr abgibt oder sie verkaufen möchte oder sonstiges und die Seriennummer dann erkannt wird und sie auf diesem Wege wieder zurück in den Familienbesitz kommt. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Wird auch schon ein Juwelier geschrieben, dass solche Uhren meistens ins Ausland verkauft werden und ja, wenn sie ins Ausland gehen, dann ist das Ganze natürlich umso schwieriger, die Uhr zu bekommen. Ich habe sehr viele Juweliere durchtelefoniert, ich habe auch sehr viele Pfandhäuser in ganz Wien durchtelefoniert. Grüße, mir wurde letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag meine Rolex-Uhr entwendet. Jetzt rufe ich an, um mich zu informieren. Wurde Ihnen vielleicht eine Rolex GMT Master? Wurde Ihnen so eine Uhr zum Verkauf angeboten? Leider nicht. Nein, ist uns nicht angeboten worden. Nein, mit Stahl nicht, nein. Tut mir leid, ich kann ihn nicht helfen. Also angeboten ist uns jetzt nicht worden. War da ewig lang beschäftigt, damit Einzelnen zu sprechen. Die Polizei versucht, Dinge herauszufinden. Der Clubbesitzer wollte die Videoaufnahmen zwar rausrücken, damit man den ganzen Weg verfolgen kann, wo ich unterwegs war, mit wem ich gesprochen habe, wie die Uhr abhanden gekommen sein könnte. Aber der Club ist ja neu. Es ist so, die Dinger, die sind zwar schon angesteckt, aber die haben auch nichts, keinen Rechner, auf dem sie drauflaufen. Das heißt, die laufen ins Leere. Das heißt, es gibt keine gespeicherten Daten. Ja, das ist natürlich wieder ein Pech verfolgt das nächste. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das frage ich mich eigentlich schon das ganze Jahr 2019. Dem Einbruch mit der Uhr, die gestohlen wird und anderen Dingen, die da passiert sind. Ja, 2019 nicht mein Jahr, ich hoffe 2020 wird es besser. Viele von euch fragen natürlich, wie schaut's aus, holst du eine neue Rolex? Momentan habe ich eigentlich überhaupt nicht den Fokus darauf, mir eine neue Rolex zu holen. Ich habe natürlich immer wieder mal geschaut, aber ja, es wäre einfach nicht das gleiche, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, eine Rolex Day-Date oder eine Rolex Datejust, das sind die Uhren, die mir gefallen würden, oder eine Audemars Piguet, die würde mir auch sehr gut gefallen. Das wären alles nur Zweituhren gewesen. Zu meiner Uhr, die ich in Familienerbschaft erhalten habe, die ich mit Ehre und Stolz trage, hätte ich mir noch eine zweite Uhr geholt. Sollte ich mir noch eine neue Rolex holen, dann wäre das genau die gleiche nochmal. Eine GMT Master aus den 90er Jahren. Also lieber Marc, wenn du gerade das Video siehst, ich bin dir sehr verbunden, wenn du vielleicht zufällig eine findest, die auf dieses Profil passen würde, mit rotem Zeiger, wäre ich natürlich sehr verbunden. Das wäre die einzige Uhr, die ich mir vielleicht nochmal holen würde, aber natürlich, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, hoffe ich darauf, die Uhr wieder zu finden. Übrigens habe ich 5000 Euro Finderlohn ausgeschrieben, also wer meine Uhr findet, ich blende jetzt hier nochmal ein Foto ein, wer meine Uhr findet mit dieser Seriennummer, wer irgendwie dazukommt und mir die Uhr zukommen lässt, erhält von mir 5000 Euro Finderlohn. Nice, Digga. Wenn es jetzt Idioten von euch gibt, die sagen, ja, die Uhr ist aber Mehrwert, ist schon klar, dass die Mehrwert ist, aber du hast trotzdem die ganze Zeit eine gestohlene Uhr. Und sollte irgendjemand da mal drauf kommen, dann sitzt du vielleicht im Gefängnis. Ja, also 5000 Euro ist mehr als genug. Diese Summe bezahle ich auch einfach nur, weil ich mit so einem starken emotionalen Wert dranhänge. Also das ist mein Finderlohn, den ich ausschreibe, würde mich irrsinnig erkenntlich und dankbar zeigen.
sollte jemand diese Uhr finden. Mehr gibt es eigentlich aktuell nicht zu sagen. Wie gesagt, immer wieder auf meinem Zweitkanal mit den Daily Vlogs auf jeden Fall am Start sein. Wir haben jetzt mittlerweile nach 20 Tagen schon über 11.000 Abonnenten. Also das ist wirklich krass, was hier momentan abgeht. Sehr auf alle Fälle am Start, würde mich sehr, sehr freuen. Das ist das Statement zur Uhr. Vielleicht gibt es nächste Woche schon ein Video zu meinem neuen Kleiderschrank, zu meinem neuen Schuhschrank. Ich bin schon sehr gespannt, das ist jetzt alles schon am Werden. Heute wird schon ein Großteil geschafft. Mal schauen, ob wir nicht einen zweiten Tag brauchen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und ich hoffe, ihr seid am Zweitkanal mit am Start und haltet Augen und Ohren offen, was meine Uhr betrifft. Es wäre einfach das Schönste für mich. Wirklich, ey, man könnte mir kein größeres Geschenk machen. Wie dem auch sei, das war's von mir. Das war's von mir, euer Maximilian. Creed Aventus. Yeah, ja, Mann!